Wir haben heute zusammengesessen, um zu beraten, wie sich die Gesellschaft partizipativ verstärken, verbessern kann. Und ich glaube, wir sind uns einig darin, dass dermaßen Zunahme an Partizipationsbereitschaft und auch relativ Partizipationsfähigkeit innerhalb der Gesellschaft da ist, dass es dringend erforderlich wird, die Institutionen auf diesen Partizipationsbedarf einzustellen. Da geht es dann um Wahlrecht für neue Gruppen in der Gesellschaft, für Ausländer, die mit hier wohnen, auch für EU-Bürger das Wahlrecht auf Landesebene, damit sie ihre Regionen mitbestimmen können, zu gestalten. Und es geht auch darum, wie direktdemokratische Verfahren verbessert, flexibilisiert und erleichtert werden können. Das sind Probleme, die in modernen Gesellschaften, die flexibler sind, die pluralistischer sind, angemessen geregelt werden müssen. Und das war heute ein wichtiges Thema. Und ich glaube, wir sind da ein ganzes gutes Stück weitergekommen. Wir haben die Diskussion darüber geführt, welche Argumente für eine Senkung der Quoren und der Verbesserung der Bedingungen für Volksbegehren existieren und dass hier viele Möglichkeiten in der Verfassungsreformkommission verschenkt worden sind. Auch das zweite Verfassungskolloquium der Piratenfraktion im Landtag NRW hat wieder gezeigt, dass wir mit unseren Themen genau richtig liegen. Es geht um Bürgerbeteiligung, es geht um Wahlrecht ab 16, es geht um Wahlrecht für Nicht-EU-Ausländer im Kommunalen. All diese Themen haben wir heute besprochen. Und genau das brauchen wir alles in der Verfassung. Wir brauchen mehr Bürgerbeteiligung, wir brauchen weniger Quoren. All das braucht eine moderne Verfassung und die gibt es nur mit uns, nur mit Piraten.